Hallöchen, meine lieben Zuschauer, und herzlich willkommen hier zu einem ganz neuen Projekt auf meinem Kanal. Und zwar spielen wir H1Z1, das neue Survival-Zombie, was auch immer, Game. Und ich bin hier nicht alleine, und zwar habe ich den Herrn Kaloran dabei, den ich auch gerade spontan hier auf dem Server kennengelernt habe durch einen großen Zufall. Und ja, wir möchten euch so ein bisschen an unseren Erlebnissen teilhaben lassen, euch ja das Spiel ein bisschen präsentieren, ein bisschen zeigen. Ich habe jetzt selber in meiner Freizeit schon ganz kleines bisschen gezockt, einfach um so ein bisschen von der Steuerung und vom Ablauf her ein bisschen reinzukommen. Danke, dass ich aus dem Spiel rausgeschmissen werde. Und ja, wir werden jetzt hier ein bisschen unserer Base rumbauen und an seiner Base eher gesagt. Und ja, du darfst die Leute auch mal begrüßen. Leute, was ist denn da unten los? Hallo. Zombies. Ja, ich versuche da gerade unseren Einfinden. Ich kann dir ein bisschen helfen. Wir müssen aber unsere Base verteidigen. Geht schon gut los hier. Wo ist der denn, der Spieler? Ja. Ich glaube, das Schießen überlässt du lieber mir. Wie viele Schüsse hast du jetzt gebraucht, Mann? War das mehrere? Ein paar. Ein paar, okay, ja gut, dann nehme ich alles zurück. So, wir haben jetzt hier schon so eine kleine Base gebaut. Und ja, das kann man wirklich im Spiel bauen, was ihr hier gerade seht. Ich habe ihn vorhin eigentlich durch Zufall getroffen. Ich habe so Leute getroffen, die auf Deutsch sprechen. Die meinten, hier sucht noch jemand, einen Mitüberlebenden, einen Mitspieler. Und dann bin ich hier mit dem Auto hergebracht worden. Das war wirklich sehr, sehr nett. Und ja, jetzt haben wir hier, er hat sich jetzt schon so eine ziemlich große Base aufgebaut und nutzt diese Base jetzt hier aktiv, um sein ganzes Zeug hier reinzupacken. Und wir erklären euch jetzt alles Schritt für Schritt, was man in diesem Spiel machen kann, wie das alles funktioniert. Und ja, ich denke mal, das wird auf jeden Fall eine richtig coole Sache. Und schaut euch das mal an, wie das hier alleine schon aussieht. Das ist schon, finde ich, ziemlich episch. Also wir haben einen ziemlich krassen Ausblick hier auf die Stadt. Wir können jederzeit, wenn wir was brauchen, in die Stadt gehen, runter und uns was holen. Ist wirklich sehr, sehr praktisch. Ja, und ansonsten kannst du ja auch mal ein bisschen was dazu erzählen, was du dir dabei gedacht hast, hier deine Base hinzupflanzen. Naja, ich habe mir eigentlich gedacht, das Haus steht schon mal ganz praktisch, weil es in einer kleinen Stadt ist. Es ist umzäunt, was einmal auch nicht schlecht ist, weil es gibt nur einen Eingang da vorne, den sich gut verteidigen kann. Ja. Es gibt quasi eine Garage, das kleine Dach, was ich da unten setzt. Da kann man dann die Autos reinpacken, die man halt, wenn man eins gefunden hat und die Teile dazu hat, wenn man es repariert, kann man es reinstellen. Ja. Sehr, sehr geil. Hast du sehr gut drüber nachgedacht. Oh, sind das Zombies, die da gerade rennen, oder sind das alles Leute? Nein, das sind Spieler. Oh. Aber die kommen nicht rein, weil die brauchen einen Zusatz im Zugangscode. Mhm. Zum Zweiten habe ich mir gedacht, da unten ist ein Brunnen, das heißt, ich kann mir regelmäßig mein Wasser auffüllen. Ich habe mal eine Frage. Ja, warte, der hat gerade eine Frage. Ja, bitte, was gibt es? Was denn? Wie hast du in die kleinen Hütten gebaut? Der gehört zu mir da unten. Warte, Fettarm gehört zu uns. Der hat dich vorher gebracht. Okay. Hallo Leute. Ja, was kann ich gut für euch tun? Wie habt ihr denn die kleinen Hütten gebaut, die Metallen, ne? Ja, sag ich euch gleich, wartet. Die kleine Metallhütte, ja, da unten, die da steht, ja? Die ihr hier oben auf dem Base habt. Ja, warte. Wie du einfach so kampfbereit da stehst und dachte so, kommt ihr hier rein, dann schlag ich euch tot. So, na ich mach einmal auf für die Leute. Ist aber sehr nett von dir. Wetten, die klauen das alles? Nein, tun sie nicht. Hello. Hello. Ja, ich höre den Typen aber nicht. Hi. Ah, jetzt höre ich ihn. Das ist Metal Gear, das ist einmal Metall. Also Woodblanks, Metalls, S-C-H-E-E-T und Metall Bracket. Und ein Metall Sheet ist 6-mal Metall und 4 Woodblanks. Ach, okay. Das ist die Metallhütte. Ah, okay. Also 6-mal Metall und dann steht da S-H-E-E-T. Ansonsten gehst du drauf auf http. Oh, es wird hell, glaube ich. Ne? Slash, der Mod sieht geil aus. H1Z-Game. Ja, sobald der weg ist, kommt dann schon langsam der Tag. Und man kann sogar richtig gut ranzoomen und der sieht sogar richtig schön scharf aus. Da haben sie mal ein ordentliches Bild genommen. Finde ich sehr, sehr gut. Ja, dann sag ich mal, danke. Grafisch ist das Spiel eigentlich nicht schlecht. Ah, sehr gerne, dafür sind wir noch da, ne? Also, es ist auf jeden Fall nicht so, dass wenn man in den Himmel guckt, das alles verpixelt ist, doch ein bisschen. Wollt. Wir haben selbst schon eine Base, eine gute, aber wir wollen eine kleine Blechhütte haben.
Zwischendurch ganz gut. Okay, die reden jetzt auf jeden Fall hier sehr viel. Ich kann da jetzt nicht besonders viel mitreden. Ist das vielleicht gerade ein bisschen unpassend jetzt hier, wo ich gleich eigentlich was erklären wollte. Aber ja. Ja, wir kommen dann mal wieder bei Gelegenheit vorbei. An Regen. Gut, dann sehen wir uns irgendwann wahrscheinlich mal wieder, ne? Das will ich doch mal ja, also machen, fühlst du dich wohl hier bei den Leuten? Ich fühle mich sehr, sehr wohl. Ich habe mich schon sehr gut eingelebt hier. Es ist sehr angenehm. Ich habe, ja, genau, ein neues Zuhause gefunden. Ja, ja, ist ja nice. Ja, freut mich auch. Dankeschön auf jeden Fall dafür. Fett Arm. Ja, nichts zu danken. Wir sehen uns auf jeden Fall. Ja, denke ich auch. Bis dann, ja, ne? Ja, denke ich auch. Bis dann. Ja, macht's gut. Tschüss. Tschüss. So, ich gehe noch mal ein bisschen was holen, ne? Ja, mach das. Danke. Sehr gut. So, ich würde sagen, wir sind jetzt wieder für uns. Das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann können wir nämlich den Leuten schon mal ein bisschen was erklären. Falls ihr jetzt ein totaler Noob seid und das erste Mal im Spiel joint, ist es wahrscheinlich für euch mega umständlich, weil ihr gar nicht so genau wisst, was abgeht. Ich werde das nur ganz kurz in 2 Minuten erklären, ja, worauf ihr achten sollt und wie ihr als erstes erstmal klarkommt. Also ich würde euch als erstes sowieso empfehlen, auf einem PvE-Server zu joinen. Also nicht auf PvP-Server gehen, weil da müsst ihr schon echt gut für sein, weil die knallen euch halt innerhalb von 2 Minuten ab. Und das macht halt keinen Spaß, wenn ihr noch nichts wisst. Ich würde euch empfehlen, wenn ihr joint, also erstmal zur Steuerung, Tab, könnt ihr in euer Inventar gucken. Da habt ihr alles drin, hier aufgelistet. Auf der rechten Seite seht ihr, ja, wo ihr eben Sachen tragen könnt. In eurem T-Shirt, in der Hose, in so einer Seitentasche oder in eurem Rucksack. Ich habe jetzt einen Military-Rucksack, also ist schon recht groß. Hab mir schon ein bisschen was angesammelt, habe also schon ein bisschen Zeug hier drin. Werde das auch gleich in meine Kiste tun, die der nette Herr mir hier gegeben hat. Und werde dann auch gleich ein bisschen Loot sammeln gehen, damit wir unsere Base hier ja, schön voll machen, damit wir auch lange genug überleben können bei dieser Zombie-Apokalypse. Und ja, da aus also in diesem Inventar könnt ihr halt dann Sachen reinpacken. Am Anfang habt ihr noch keinen Rucksack, das heißt, ihr müsst einfach Fahrzeuge durchsuchen mit E, einfach klicken und dann könnt ihr, wenn ihr Glück habt, einen Rucksack finden und dann könnt ihr auch mehrere Sachen aufnehmen. Dann gibt es ein wirklich sehr geniales System hier im Spiel und zwar könnt ihr Sachen craften. Das macht ihr, indem ihr, wenn ihr auf Tab drückt, dann hier bei Discovery einfach irgendwelche Sachen nehmt. Das machen wir jetzt mal. Wir nehmen jetzt mal hier dieses Scrap Metal und dann steht hier bla bla bla. Theoretisch, wenn ich jetzt hier passendes nehmen würde, was ich jetzt gerade scheinbar nicht habe, dann kann ich jetzt auch nichts Neues. Also auf jeden Fall wird dann hier erscheinen, was ihr Neues craften könnt. Und dann, ich glaube, jetzt kommt hier auch was da. Jetzt kann ich Discover klicken, das passt ja genau. It looks like you can discover a receipt, bla bla bla. Also ich kann jetzt was Neues, neues Crafting-Rezept sozusagen gleich bekommen, wenn ich jetzt hier klicke. Ich klicke auf Discover und bekomme jetzt Dear Sent als neues neue Sache. Ich weiß zwar nicht genau, was das auf Deutsch übersetzt heißt, aber wir können uns mal nachlesen, was das wahrscheinlich ist. Deer Scent ist ein in sneaking up behind a deer for a few minutes. Keine Ahnung, was das sein soll. Aber ist auf jeden Fall irgendwas Tolles, was wir da gerade gemacht haben. Und dann könnt ihr halt hier beim Crafting ganz viele Sachen craften. Ihr könnt auch sehen, was ich hier gerade alles craften kann. Nur so schon mal für den Einstieg. Am Anfang würde ich euch empfehlen, lol, hinten brennt's. Ich habe eine Frage. Sag mal, einer kann auch sicherlich schon eine Axt herstellen, oder nicht? Ja, das kann der Herr bestimmt gleich machen, ja. Nichts für ungut, aber ich bin gerade am Aufnehmen. Ich hoffe, das ist nicht schlimm. Alles dementsprechend, gut. Ja, du kannst ja schon mal schöne Grüße sagen. Schöne Grüße. Ich bräuchte nämlich eine Axt, meine ist gerade kaputt gegangen. Ach da so. Kann ich weiter Bäume fällen. Ja, das kann, da kannst du dir mal kurz helfen. Da kann ich deinen Zuschauern noch ein bisschen erklären, wie das hier so abläuft. Ja, ich baue dir das mit. Okay. Das Doof ist immer, dass er nicht auf dem TS ist. Da müssen wir noch in-game reden. Das ist ein bisschen schwierig. Aber ihr könnt auch in-game reden, das ist ganz cool. Und es hat sich wirklich gerade so angehört, als sei er auch auf dem TS. Also die Qualität vom In-game-Sprechen ist wirklich sehr, sehr gut. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Wirklich sehr genial. So, das ist schon mal zum Craften. Ist jetzt nur so für Einsteiger, die jetzt wirklich gar nicht wissen, was abgeht. Ansonsten könnt ihr die Welt frei erkunden, müsst halt auf Zombies aufpassen. Auf diesem Server ist es so, ihr könnt einen Zombie auch ohne Headshot töten. Es gibt auch Servers, da könnt ihr ihn nur mit Headshot töten. Ja. Genau. Ansonsten lauft einfach rum, schaut euch um und findet das meiste selbst raus, weil das ist das Spannendste. Wenn ihr nichts zu essen und zu trinken findet, dann geht immer in den Wald. Da könnt ihr zumindest schwarze Beeren finden, die könnt ihr essen, wenn ihr gar nichts findet. Ist für Notfall ganz gut. So, und ich würde sagen, jetzt machen wir auch professionell weiter. Ich tue mal eben ganz kurz meine Sachen in die Kiste rein hier. Die jetzt ja meine Kiste sein darf. Das finde ich ja sehr freundlich von dem Herrn. Gucken da einfach mal. So bin ich. Alles rein. Ja, wirklich sehr, sehr freundlich. Ela, die Axt liegt am Boden. Die Lampe brauche ich eh nicht, die Taschenlampe. Kann man auch irgendwie eigentlich Wasser
platzieren hier? Ich guck mal gerade, was am schwierigsten ist. Empty Bottle habe ich 5. Ja, in Flaschen, ja. Okay. In Flaschen. Anders geht's nicht. Okay, in Flaschen? Wie kann man denn in Flaschen Licht reinmachen? Also Licht nicht, in Licht. Du brauchst eine Taschenlampe. Okay. Oder Fackel oder Feuer. Ja. Kann man irgendwie mit schneller Sachen Material rüberbringen? Irgendwie mit Rechtsklick oder so, dass die einfach direkt rübergehen? Nein, überhaupt nicht. Das heißt, du musst alles rüberziehen einzeln. Ja, oder Linksklick. Geht auch nicht. Also wenn ich es in die Kiste packen will, geht das nicht. Was flüstert der da so, vor sich hin, Alter? Da musst du es rüberziehen. Was flüstert der da vor sich hin? Was ist das denn? Vielleicht ist er gebissen worden und wird zum Zombie. Sag mal, was ist denn falsch bei dir? Du redest die ganze Zeit mit dir selbst, kann das sein? Ja. Warum machst du das? Das klingt sehr gruselig. Wir dachten gerade schon, dass du zum Zombie mutierst oder so. Nee, ich weiß nicht, wie man das einstellt auf Push to Talk. Ach so, gute Frage. Frag mich nicht. Keine Ahnung, ich weiß es auch nicht. Genau, siehst du? So, drücke mal Escape. Ich zeige euch schon mal, was der Herr hier alles in seinen Kisten hat. Also könnt ihr gucken, Essen, Trinken ist hier wirklich einiges drin. Ich tue mein Essen auch mal da rein und teile mal ganz freundlich. Einfach weil YOLO und so. Genau. Ein bisschen was also behalten. Also Push to Talk musst du Escape drücken, dann auf Voice und Block aktivieren. Was ist denn Broken Metall Item? Okay, hier hat er scheinbar alle... guckt euch das an, was er schon alles drin hat. Das ist ja Wahnsinn. Infected Blood, okay. Oh, ich muss was trinken. Ja, das habe ich von einem toten Zombie abzogen. Hab ich noch was zu trinken? Was übrigens für PvP nicht schlecht ist, weil wenn du zum Zombie mutierst, gibst nicht, wenn es gebissen wirst oder wenn du das Blut injizierst, bist zum Zombie und dann jagst quasi die anderen Mitspieler. Ich hab's übrigens jetzt hingekriegt. Wenn was passiert? Also wenn du dich mit dem infizierten Blut injizierst, also wenn du das Blut injizierst oder von einem Zombie gebissen wirst, ja? Und du hast den H1N1-Virus, ne? Ja. Dann stirbst du nicht, sondern du verwandelst dich in einen Zombie. Jetzt hörst du mich, ne? Ja, und dann greife ich andere an, ne? Okay, cool. Und dann greifst du andere Mitspieler an. Du siehst viel besser in der Nacht und du bist halt da mehr als Blutsauger unterwegs, okay. Quasi. So auf Walking Dead. Waffen hast du auch schon hier drin, weil die sehe ich aktuell jetzt noch nicht. Waffen habe ich auch, ich habe ein Scharfschützengewehr gefunden, eine normale Pistole, habe ich jetzt noch, Messer. Okay, also Waffen Rohre. Müssen wir echt noch für sorgen, weil da haben wir aktuell noch wirklich so gut wie gar nichts. Das ist schon mal gut zu wissen, aber Nahrung haben wir zumindest schon mal sehr viel. Das sieht schon mal ganz gut aus. Ja, Nahrung ist nicht schlecht, weil ich habe da unten auch Fallen aufgestellt. Ja, für Hafenfleisch. Ah, cool. Ansonsten kann man ja jagen auch gehen. So. Genau, das können wir ja gleich auch theoretisch mal machen. Aber Leute, ihr habt jetzt schon mal so einen kleinen Einstieg bekommen von uns. Wir können ja mal ganz kurz noch zeigen, was man hier mit diesen Sachen macht. Und zwar seht ihr hier gerade so eine Tonne. Da kann man Sachen drin, erklär du es am besten. Ich kann es eh nicht so gut erklären, weil ich habe es auch noch nicht gemacht bisher. Kannst du also in die Tonne, wenn man eine Axt hat, kann man Bäume fällen. Das also Holz, was man dazu erhält. Ich habe ein Kreuz gemacht bei Push to Talk. Aber dann kann ich die Taste nicht belegen oder so. Du redest doch ganz normal mit der, wenn du auf die mittlere Maustaste klickst. Solange du da nicht draufklickst, redest du auch nicht. Oder auf das Mausrad, ja? Genau, entweder mittlere Maustaste oder auf der Nummer 4 drückt. Also du kannst mich jetzt hören, ja? Bleib mal hier stehen. Was ich nervig ist, ist, dass ich dich natürlich jetzt doppelt höre, wenn du mit ihm redest. Das ist ein bisschen doof. Okay, dann versuch ich das. Ich weiß, tut mir leid, aber es geht irgendwie nicht anders. Okay, passt schon. Wo waren wir? Genau. Wenn man Holz gefällt hat, kann man die Holzstücke da in die Tonne haben. Wenn man dann natürlich ein Feuerzeug hat, ist es ganz praktisch. Oder man kann so ein Bowdrill herstellen. Mit dem kann man dann das Feuer entzünden. Dann wird das Holz zur Holzkohle. Mit der Holzkohle kann man dann, also in dem Eimer kann man, wenn es brennt, Metall schmelzen. Okay. Oder man gibt die Kohle da einfach auf den Griller, jetzt den ich auch herstellen habe. Richtig? Dort kann man kochen und Wasser abkochen. Und grillen. Ah, okay, also grillen kann man auch. Genau, das Fleisch, was jetzt man gejagt hat oder durch die Fallen erworben hat, haut man da rein und dann wird es beißen.
Ja, sehr, sehr geil auf jeden Fall. Ja, Freunde, ihr seht auf jeden Fall, in dem Spiel ist mega viel möglich. Ihr könnt alles selber craften, ihr könnt euch eine eigene Base bauen, ihr könnt euch eine Örtlichkeit suchen, wo ihr bleiben wollt, ihr könnt euch mit einem Team zusammenschließen, könnt eure Base verteidigen gegen Zombies, die auch zwischendurch immer wieder spawnen und euch nerven. Finde ich persönlich ein wirklich sehr, sehr interessantes Konzept und ich glaube, wir werden hier noch sehr viel erleben, weil ich werde jetzt bestimmt hier auch die nächsten Tage zwischendurch mal zocken und natürlich auch aufnehmen für euch. Da könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Vielleicht habt ihr auch Lust, mal mitzuzocken. Schreibt es auch mal in die Kommentare. Und ja, je nachdem, wie es bei euch aussieht, kann man mal schauen, ob man vielleicht den einen oder anderen hier mal einlädt, eine Runde mitzuspielen. Ansonsten verraten wir nicht, auf welchem Server wir spielen, einfach damit wir jetzt hier nicht auslösen, dass hier tausende von Leute kommen. Okay, sagen wir mal kurz Hallo. Hallo, guten Tag. Ich hab mich beklagt, ich seh dich nur nicht, wo bist du denn gerade? Ja, uns ist alles klar, aber ich weiß nicht, wo du bist. Okay. Wer ist das jetzt? Ist das einer von ihm? Ist das ein Kumpel von ihm? Nee, ich seh euch nicht. Ich hab sowieso, denke ich. Anti-Cut nicht. Okay. Das ist auf jeden Fall ein Vibe, das ist schon mal was ganz Neues. Ja. Ihr müsst einen Relog machen, wenn bei ihr alles verschwindet. Ja, okay, ja. So mach mal einen Relog, dann ist wieder alles da. Das ist so schön. Such mal einen Relog, dann ist wieder alles da. Kann ich dich in-game muten? Geht das? Nee, ne? Ja, nö. Das ist natürlich richtig beschissen. Da müsstest du auf Einstellungen gehen und da no, wie ist jetzt hier reingekommen? Wie bist du jetzt hier reingekommen? Frage. Ja, bist du jetzt reinkommen? Die Tür ist zu. Die Wand, hier fehlt noch eine Wand. Lol. Ich bin hier durch die Tür. So viel zum Thema Bugs, damit hätten wir es geklärt. Eigentlich könntest du ja gar nicht rein. Sorry, aber ich sehe die Tür gar nicht. Lol. Das ist, dann mach mal einen Relog. Dann log mal aus und log wieder ein. Dann bist du plötzlich weg, wirst du sehen. Ja. Dann ist hier nämlich eine Wand und dann kommst du da auch nicht rein. Ich bin ja ganz friedlich. Ich bin auch ganz friedlich. Also ja, das hoffen wir. Kein Diebstahl. Aber ich kann verstehen. Sonst gibt's auf die Fresse, ja? Nein, ich mache nur Spaß. Alles aber klar. Du kannst doch gerne da bleiben und wir plündern nachher die Stadt. Genau. Es kann sein, dass wir hier vorbeikommen wegen dem Brunnen. Also der gefällt mir hier gerade ganz gut. Ja, an sich, wenn du was brauchst, kannst du ruhig Bescheid sagen. Ich meine, wir sind ja hier alle irgendwie in der Zombie-Apokalypse gefallen, da können wir uns auch helfen und so, ne? Richtig, genau. Alles klar. Ey, wir sind da hinten in dem Wald. Ah, ihr seid im Wald. Wir werden hier öfters mal vorbeikommen, ja. Gut, dann kommt jederzeit vorbei. Wir helfen gerne. Jupp, alles klar. Bis dann. Bis Jenny. So, ja. Ich bin wieder da. Ist ja nett auf jeden Fall. Cool. So, was hältst du davon? Ich feier das jetzt schon. Jetzt sehe ich euch wieder alles richtig hier. Er soll ins TS kommen. Ja, er soll ins TS kommen. Könntest du vielleicht auf den Teamspeak-Server kommen? Weil das Problem ist, wir reden die ganze Zeit doppelt und hören uns doppelt, wenn wir mit dir reden. Das ist richtig ätzend, also. Oder eigentlich, weißt du was? Ja. Eigentlich können wir doch nur in-game reden. Soll ich dir sagen, warum? Weil, mit dem Teamspeak ist echt scheiße. Weil ich kann dich ja in-game nicht muten. Das heißt, wir müssen in-game nur reden. Verstehst du, was ich meine? Ich rede nur in-game. Ja, ich rede dann jetzt auch nur noch in-game. Das ist besser. Oder? So, ich weiß es nicht. Wir können ja auch hören, ne? Ah, ne, nur in-game ist auch scheiße. Das geht nicht. Ach, weiß ich auch nicht. Keine Ahnung. Dann hören wir uns halt doppelt. Ist halt scheißegal. Was soll's. Ich habe eure TS-Daten hier nicht. Ne, passt schon. Kann ich dir geben. Kannst du dir aufschreiben. Okay? Also ja, der TS ist auf jeden Fall besser, vor allem wenn man irgendwo unterwegs sieht, dass wir in-game sprechen. Ja, das Ding ist halt, man hört sich doppelt, das ist wirklich extrem nervig. Ja, sag mal langsam. Langsam, okay, ganz langsam. 144 Punkt. 144 Punkt habe ich. 76 Punkt. 113 Punkt. 24 Doppelpunkt? Ja. 9993. So, und für alle Zuschauer, das ist meine offizielle Teamspeak-IP, aber die kennt ihr wahrscheinlich auch schon. Das heißt, wenn ihr Bock habt, könnt ihr auch richtig? Mal vorbeikommen. Ja, genau. 9993. 3939. Ja, okay. Ja, hab ich. Und eine 3. Passwort gibt's nicht. Das kannst du einfach drauf. Alles klar. Dann zieh ich dich gleich, okay? Ja.
So, ich würde sagen, wir haben jetzt auch alles geklärt und ihr könnt ja gleich richtig durchstarten in der nächsten Folge. Das war jetzt erstmal so eine kleine Einleitungsfolge. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst einen Daumen nach oben da. Könnt mich auch gerne abonnieren, falls euch das Ganze gefällt und ihr jetzt hier durch H1Z1 auf meinen Kanal gestoßen seid. Und dann würde ich sagen, schauen wir mal, was wir in der nächsten Zeit so für Abenteuer hier erleben werden. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.